Naja, wer angekommen ist, der ist ja dann auch am Ende. Das sind wir nicht, aber wir haben die meisten Vorhaben, die wir uns so für 2010 vorgenommen haben, wir im Wesentlichen auch so umgesetzt. Also dazu zählt natürlich in erster Linie die Gartenschau und auch die internationale Bauausstellung, aber auch die Vergrößerung der Stadt. Also 11 Eingemeindungen waren eigentlich mehr, als wir erwartet hatten. Wir haben ja selbst vom Kultusminister, zumindest der es bis vor kurzem noch war, erfahren, dass wir nach seiner Meinung nicht nur Bildungsstandort, sondern Bildungsstadt sind. Und mit der Wirtschaft hat es sich im Wesentlichen schon so entwickelt, wie wir uns das vorgenommen haben, dass es jetzt eine Delle gegeben hat 2019, das war ja weltweit, das war kein erschlossenes Problem. Mir ging es eher so, an dem Eröffnungstag von der Gartenschau am 24. April, dass ich so die teilweise leuchtenden Augen von den Aschersilber, insbesondere von den Älteren, gesehen habe. So, ich habe so ein Bild noch ganz gut in Erinnerung, da kam mir so jemand entgegen, so aus dieser Kurve von dem Riegel da und von dieser Orangerie. Wir haben uns ja länger mit dem Westernpark und mit der Gartenschau beschäftigt. Das heißt, wir wussten ja auch im Großen und Ganzen, wie das alles aussieht, nicht im Detail, aber so im Großen und Ganzen wussten wir auch, wie das wird. Aber ich glaube, die Aschersilber haben uns das nicht zugetraut. Und dadurch, dass sie ja die Flächen auch ewig nicht betreten konnten, hatten sie, glaube ich, auch gar kein Bild von dem, was sie da erwartet. Und das fand ich als eine sehr, sehr angenehme Überraschung, da sozusagen so auf die Aschersilber zu treffen, so in dem Moment. Also zumindest war es immer unser Ziel. Ich sage ja, ob im Detail sicherlich nicht. Dafür gibt es ja noch die Experten. Wir haben ja nicht zum Dudeldei diese beiden europaweiten Wettbewerbe ausgelobt, die beide, denke ich mal, sehr, sehr würdige und auch sehr, sehr gute Preisträger gefunden haben. Deswegen würde ich auch immer wieder so einen Wettbewerb so machen. Das heißt also, im Detail wäre ich nie natürlich auf diese Lösung gekommen, zum Beispiel im besseren Park, da nicht straßenbegleitend zu verfahren, sondern diesen Riegel da im rechten Winkel zu bauen. Dadurch ist ja der Park erst entstanden. Das war ja eine geniale Idee von dem Büro Lederer. Oder dass das Büro Sinai da aus Berlin dieses Olearius-Thema praktisch über die gesamte Gartenschau gezogen hat. Und wie das im Grunde genommen gelungen ist, insbesondere aus diesem Stadtpark, aus diesem verwunschenen Park eigentlich einen wirklich richtig schönen Stadtpark zu machen, mit dem, glaube ich, die Aschersilber sich jetzt auch identifizieren können. Abgesehen davon, dass auch der Kirchengarten eben auch sozusagen menschlich hervorragend betrieben worden ist und sowas. Das waren so die Details, die waren so nicht vorauszusehen. Aber insgesamt war das schon das Ziel, erstens diese triste Situation auf der Optima, beziehungsweise auf diese Optima-Brache umzudrehen, zu diesem Bildungszentrum, besseren Park und auch die vorhandenen Parks, die wir ja in Aschersleben hatten, oder Grünanlagen wie Herrenbreite, besseren Park und vor allen Dingen Stadtpark und noch diese eine Terrassen, eben wirklich für eine Innenstadtgartenschau zu nutzen. Diese Idee, die verfolgen wir ja schon seit 99. Und dass es nun eben so geworden ist und es sich so vom Image so gedreht hat, vielleicht hätte man es nicht in dem Ausmaß erwartet, aber im Großen und Ganzen war das schon das Ziel, dass es so kommt. Naja, ich sag mal, ein schlechtes Gewissen hätte ich gehabt, wenn es morgens geworden wäre. Oder wenn wir es verbraten hätten und dann wäre es verpufft. Das ist es ja aber zum Glück nicht. Also sowohl der Westernpark, gerade wenn man an das Thema Bildung denkt, das ist ja das, wo unsere Kinder unmittelbar was davon haben, insbesondere, weil wir uns ja auch in der Kreativwerkstatt nicht nur entschieden haben, sondern wo es tatsächlich auch so gekommen ist, dass es eine Kooperationsvereinbarung mit allen Schulen in der Stadt gibt, egal welcher Schulform und welcher Trägerschaft, wo das tatsächlich alle Schülerinnen und Schüler der Stadt den Westernpark zum Beispiel als Kreativwerkstatt nutzen können. Und bei den Grünflächen ist es so, dass wir ja tatsächlich da eine Lebensqualität geschaffen haben, für die Besucher natürlich, aber auch für die Aschersleber und insbesondere für die Kinder. Wenn man auf der einen Seite an ihre Gegenwart denkt, insbesondere mit den Kinderspielplätzen und mit den Grünflächen, aber wenn man an ihre Zukunft denkt, dann werden sie natürlich auch Erwachsene, als Erwachsene, glaube ich, diese Grünflächen begrüßen und sich freuen, dass sie ihre Kinder vielleicht auf die gleichen Kinderspielplätze schicken können, auf denen sie da als Kind vielleicht mal waren. Und von daher
glaube ich, werden sie auch die finanziellen Lasten, die damit verbunden sind, die werden sie, glaube ich, tragen können. Also ich habe so das Gefühl, dass sie so ein klein wenig stolzer auf ihre Stadt sind und etwas selbstbewusster. Also sozusagen selbstbewusster auch sagen, dass wir aus Aschersleben sind und dass man da ruhig hinkommen kann und kann sich die Flächen angucken und es sieht gar nicht mehr so aus wie früher und sowas. Also so den Eindruck habe ich eigentlich schon.